Das kannst du ruhig klippen, wenn es noch geht. Ansonsten merke ich mir die Stelle. Einfach der Fakt, dass du Bäume zusammen. Ja, was denn? Ist doch geil. Gäb's das nicht, hätte ich da nie im Leben hochgefunden. Alles klar. Mache ich auch. Dieser Clip. Ich frage mich, wie andere das gemacht haben. Ob die auch auf so eine Idee kamen? Weil man hat Bäume. Das Spiel will, dass man so reinkommt. Irgendwie habe ich das Gefühl. Es gibt bestimmt auch einen anderen Weg. Aber hey, es gibt Bäume. Da bist du also. Wohlan, strecke deinen rechten Arm aus. Wie konntest du die Ventilatoren nicht mit? Du kannst doch den Fluss wieder auseinanderbauen. Deckensprung. Was? Bin ich jetzt Spider-Man und klebe an der Decke oder was? Diese Fähigkeit ermöglicht es dir, bis zur Decke nach oben zu springen und diese dann zu durchstoßen. Ach so. Der Name dieser Fähigkeit lautet Deckensprung. Sie ist eine der Kräfte meines rechten Arms. Sie erlaubt dir, die Decke über dir zu durchdringen, um eine Ebene höher zu gelangen. Du solltest ausprobieren, wo sich ihr Einsatz lohnt. Wenn du mit Hilfe dieser Kraft das Innerste dieses Schreins erreichst, dann wird sie fortan dir gehören. Aufstieg. Hä? Was? Was ist das denn für ein Schied? Wie geil ist das denn? Der krabbelt einfach durch die Wand! Durch die Decke, meine ich. Nein, was lege ich dafür weg? Ach, diese Steinaxt geht kaputt. Es geht nur, wenn man
Wenn man unter der Wand, unter der, also wenn man eine Decke hat. Ich hole mir eine andere Waffe. Alter Holzbogen. Nein. Ausgehen. Konstruktbogen gegen Konstruktbogen. Obwohl. Konstruktboden nehme ich wieder mit. Der ist zwar fast am Arsch. Hier kann ich aber nicht mehr aufsteigen, ne? Nö. Okay. Ich werde so viel Spaß mit diesem Spiel haben, schon allein, weil ich auf Eiswände scheißen kann. Sei gelobt dafür, es bis hierher geschafft zu haben. Nun soll das reinigende Licht dich erfüllen, welches an diesem Ort ruht. Also Dark, weißt du Bescheid, was du machen musst, wenn du jetzt eine Eiswand hast? Du musst nur hoffen, dass die auch genau so fällt, die Stämme, dass du da hoch kannst. Das war nämlich meine Angst, es wäre beinahe wirklich in die Hose gegangen. So, was macht man mit diesem Licht? Bestimmt wieder so Leben erhöhen oder so. Möge das Segenslicht dir Kraft schenken. So, das sind drei Fähigkeiten. Es fehlen noch zwei. Die bekommt man bestimmt irgendwann so. Ich denke mal, man kann das ganze Spiel auch ohne diese anderen Fähigkeiten schaffen, aber nice to have, ne? Oder gibt es noch zwei? Du scheinst die verlorene Fähigkeit des Arms zurückerlangt zu haben. Die Pforte des Tempels der Zeit sollte sich nun für dich auftun.
Wir frieren, also essen wir was. Hier, es gibt nämlich noch zwei Fähigkeiten. Die bekommt man bestimmt später. Ich brauche keinen so langen Schutz mehr. So. Wollen wir jetzt wissen, wie wir hier sonst hingekommen wären? Wir gehen jetzt den Weg zurück. Ah, fuck. Aber kann ich nicht die Fähigkeit hier nutzen? Ja, kann ich. Geil. Scheiße. Also, von da wären wir wahrscheinlich gekommen. Nein. Glaube ich, hoffe ich. Hoffe ich, dass das so ist. Ich glaube nicht, dass man nicht von hier aus gekommen wäre. Eine alte Winterhose. Wir sind geschützt. Was ist das denn? Ich brauche eine Erklärung. Was ist das? Rauru? Die nun sogenannten Sonau. Bauteile, sie waren die Kernstücke unserer Technologie. Dank der Bauteile konnten wir unsere Zivilisation aufbauen und wurden mächtiger als je zuvor. Wenn du diese Technologie klug verstehst, steht auch dir eine gewaltige Macht zur Verfügung. Muss ich die hauen? Muss ich die? Ah. Nein, nimm mich mit, nimm mich mit. Flieg zum Tempel. Oh Gott! Alter, wie cool ist das denn? Nein, 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 flieg, flieg! Du sollst fliegen! Flieg bis zum Tempel! Ich glaube, das war nicht der richtige Weg, das war nur der Weg, Wir fallen ins Wasser, oder? Wir fallen ins Wasser. Wir werden nie wissen, wie man da sonst hingekommen wären. Außer wir gucken bei jemand anderen vorbei.
Wir treffen endlich Prinzessin Zelda wieder. Tempel der Zeit hat sich aber auch verändert. Es gibt wahrscheinlich mehrere. Wir haben eine Träne. Schon ganz am Anfang. Aber warum? Warum treffen wir Zelda auf diese Art und Weise? Okay, was ist das jetzt? Zeitumkehr. Mit dieser Fähigkeit kannst du die Zeit zurückdrehen, um die Platzierung oder Bewegung eines Gegenstands umzukehren. Du kannst die Zeitumkehr jederzeit anhalten. Die Fähigkeit, die Bewegung eines Objekts rückgängig zu machen, man nennt sie Zeitumkehr. Und Zelda ist verschwunden. Auch ich verstehe nicht, was genau hier passiert ist. Womöglich war es ein Echo ihres starken Willens. Princess is in another castle, kennt man doch. Aber ich bin mir sicher, dass du diese Fähigkeit nicht ohne Grund erhalten hast. Die Suche nach Zelda. Ach, so ist das. Oh, kann ich jetzt meine Dinger da abgeben? Die Statue der Göttin zeigt ein mildes Lächeln.
Mehr kann ich nicht tun. Okay. Dieses Tor stellt deine Lebenskraft auf die Probe. In deinem geschwächten Zustand ist es fraglich, ob du der Herausforderung gewachsen bist. Es existiert aber noch ein weiterer Schrein auf dieser Insel. Wenn du seinen Segen erlangst, könnte es genügen. Okay, wir bekommen doch alle fünf Sachen hier. Jeder Schrein hütet ein Segenslicht. Wenn du diese sammelst und der Göttin darbietest, wirst du womöglich gesegnet. Bitte zeig mir dein Pura-Pad. Also doch noch eins. Das Pura-Pad verfügt über eine Teleportfunktion. Siehst du die blauen Symbole auf der Karte? Du solltest dich jederzeit zu diesen Symbolen teleportieren können. Nutze die Teleport-Funktion, um den verbleibenden Schrein zu finden. Jetzt können wir teleportieren. Jetzt macht das Ganze Sinn. Obwohl, das ist der Tempel der Zeit, nicht die Zitadelle der Zeit. Das sind komplett zwei unterschiedliche Sachen, fällt mir gerade ein.